Hallo und herzlich willkommen zum Open Rally Wiki Tutorial. Ich zeige euch heute, wie man ein Benutzerkonto im Wiki anlegt und wie man Seiten oder Material eintragen kann. Und auch überhaupt schauen wir uns mal kurz diese Open Rally Wiki Seite an. Die Seite erreicht ihr unter dem Kurzlink bit.ly Open Rally Wiki, steht hier auch nochmal, indem ihr ihn oben in die Adresszeile des Browsers eingebt oder eben auch über den Open Rally Kursblog, da ist das Wiki auch verlinkt. Dann gelangt ihr hier auf die Open Rally Seite und hier ist auch schon verschiedenes vorbereitet. Zunächst mal hier oben geht es zum Wiki Workshop, da kann man ein Konto beantragen und Materialtipps eintragen und dann gibt es auch schon verschiedene Seiten, den Weihnachtsworkshop, die Open Rally Musikseite und wenn man gar nicht mehr weiter weiß, eine Hilfeseite. Hier unten ist nochmal der Kurs so ein bisschen beschrieben. Da gibt es die Videos, die kennt ihr auch schon, wo sich die einzelnen Teilgeber vorgestellt haben und verschiedene Inhalte. Aber die Inhalte kommen ja jetzt auch von euch. Okay, dazu braucht ihr zunächst ein Benutzerkonto. Ihr klickt also hier auf den Link Benutzerkonto erstellen, gebt hier eure Mailadresse ein. Es ist wichtig, ihr braucht eine Mailadresse, damit das Konto ordnungsgemäß angelegt werden kann. Bekommt dann auch direkt eine Bestätigungsmail und wenn ich das Konto für euch freischalte, auch nochmal eine kurze Bestätigung. Das geht alles recht flott, ist kostenlos, tut nicht weh und passieren kann auch nichts. Bürgerlicher Name, das wird euer Login-Name, also man kann hier den Vornamen benutzen, man kann sich auch einen Nutzernamen ausdenken. Ja, der wird dann auch erscheinen, sozusagen ist das eure Signatur, wenn ihr Texte erstellt. Eine persönliche Biografie ist vonnöten, die muss aber nur relativ kurz sein, so 15 Worte. Also schreibt ein bisschen was über euch, warum ihr beim Kurs mitmacht. Wie auch immer, bitte keine persönlichen Angaben, Adresse, Telefonnummer, die gehören hier nicht hin. Den Rest könnt ihr freigeben lassen, könnt natürlich auch noch weiter ausfüllen, das benötigt ihr aber zur Anmeldung nicht. Wichtig ist, dass ihr die Nutzungsbedingungen hier abhakt. Keine Angst, Waschmaschinen werden hier nicht verkauft, die gehören auf jeder Webseite dazu. Ihr könnt sie euch auch, wenn ihr mögt, nochmal durchlesen. Und hier müsst ihr das Capture ausfüllen. Das ist leider nicht zum Gehen, denn sonst könnten sich auch irgendwelche Bots hier anmelden, also Maschinen. Das wollen wir nicht. Wir wollen nur echte Teilnehmer. Okay, wenn ihr angemeldet seid und eine Bestätigung erhalten habt, dann könnt ihr euch hier oben unter Anmelden mit eurem Anmeldenamen und dem Passwort, das ihr erhalten habt, einloggen. Ich habe jetzt hier schon mal meinen Nutzernamen eingetippt, mein Passwort auch und klicke auf Anmelden, komme dann wieder zu der Open Rally Seite zurück und kann nun, man sieht es auch hier an dem Bearbeiten, bearbeiten, ich kann nun im Wiki mitschreiben. Wenn ihr euer Passwort umändern wollt, übrigens geht das hier über die Einstellung, wenn man da draufklickt, kann man also verschiedene Einstellungen an seinem Account vornehmen. Man sieht, welchen Status man hat und man kann seinen Namen auch noch mal ändern und auch hier das Passwort ändern. All das kann man auf dieser Seite machen. Gut, habt ihr nun Material gefunden oder wollt eigenes einstellen? Dann klickt ihr auf diesen Link und kommt dann direkt auf eine Seite, wo entsprechend schon alles vorbereitet ist. Ein Materialpaket, das ihr im Netz gefunden habt, was interessant ist, verlinken und im Wiki ablegen. Das geht also hier. Und ihr müsst der Seite einen Namen geben und dann auf Seite erstellen klicken. Dann kommt ihr in die Bearbeitungsansicht. Hier gebt ihr dann nochmal den Text des Materials ein. Und hier erfolgt vielleicht eine Kurzbeschreibung, um was es geht. Der Autor, der ursprünglich das Material erstellt hat und die Lizenz, unter der es steht. Und hier könnt ihr auch nochmal die Webseite, auf der man es findet, verlinken. Einfach den Link von der entsprechenden Seite kopieren und hier eingeben. Schlagworte sind immer gut, damit kann man
dann den Text besser finden. Und wenn ihr mögt, auch hier nochmal eingeben, wer überhaupt dieses Material hier auf unserem OpenRally-Wiki eingestellt hat. Also ihr wählt den Text einfach aus, löscht ihn weg und klickt hier auf Signatur, dann habt ihr das automatisch eingetragen. Also ganz leicht. Wenn ihr fertig seid, einfach auf Speichern klicken und die Seite wird erstellt und ist im Wiki abgelegt. Der zweite Eingabelink ist hier unten. Gleiches Prozedere. Also auch hier müsstet ihr, wenn ihr eine Seite anlegen wollt, einen Namen eingeben und auf Seite erstellen klicken. Das ist jetzt eine Seite, auf der ihr euer eigenes Material, also eigene Text, Erklärungen, Stundenentwurf, was auch immer, eintragen könnt. Auch hier wieder den Namen des Materials hier oben eintragen, einfach den Text rauslöschen. Wichtig ist, die Gleichzeichen immer stehen lassen, das sind nämlich Wiki-Überschriften. Dann wieder eine Kurzbeschreibung, Autor. Lizenz müsst ihr hier nun eure eigene eintragen. Also mein Wiki steht unter einer Creative Commons Lizenz, das seht ihr hier unten. Und unser OpenRally Wiki natürlich auch. Und dieses CC BY SA, das schreibt ihr hier rein. Und dann eben euren Nutzernamen. Also in meinem Fall wäre das jetzt AJSpang. Dann eine URL, falls es eine gibt, zu eurem Material. Vielleicht gibt es ja das schon irgendwo im Netz. Schlagworte. Dann hier wieder eure Signatur. Das habe ich ja eben schon mal vorgeführt. Und hier könnt ihr euer Material ausführlich beschreiben oder beziehungsweise euren Materialtext eintragen. Dann wieder auf Seite speichern klicken. Und dann wäre eure Seite erstellt und würde dann so aussehen. Wenn ihr noch weitere Hinweise braucht, ist immer jeweils über dem Editierfenster ein Erklärungstext und da stehen auch noch ganz viele Hinweise. Oder ihr klickt hier auf die Hilfe, die im Wiki immer zu finden ist, hier links. Da gibt es auch noch ganz viele Tipps zur Wiki-Arbeit. Und nun an die Arbeit. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem OpenRally-Wiki.